Am 19. Januar besuchte Wirtschaftsminister Reinhard Mayer die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim MbH, kurz die VLP. Im Gepäck hatte er einen Förderbescheid über insgesamt knapp 2,7 Millionen Euro. Das Geld fließt in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Bus-Flotte des VLP. Bisher sind hier 15 Elektrobusse im Einsatz, 45 sollen es bis Ende 2022 werden. Für den Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, ist der öffentliche Nahverkehr in einem der flächenmäßig größten Landkreise der Bundesrepublik ein zentrales Thema. Der Kreistag Ludwigslust-Parchim setzt seit Jahren darauf, eben diese Fläche, diese große Weite nicht als Nachteil, sondern als Vorteil zu sehen. Und das ist eins der Produkte davon, unser Konzept der VLP, wie wir in Spitzen, mit Spitzen im Energienetz und so weiter eine Busflotte betreiben, die für die Bürger das größtmögliche Stundentaktsystem an Erreichbarkeit im Landkreis, eigentlich viel Fläche, aber trotzdem eine schnelle Erreichbarkeit von Orten ermöglicht. Die Flotte des öffentlichen Personennahverkehrs soll im Landkreis Ludwigslust-Parchim bis 2030 CO2-neutral umgestaltet werden. Die Förderung durch das Land ist da eine willkommene Hilfe für den kommunalen Verkehrsbetrieb. Aus eigenen Einnahmen wäre die Umstellung auf E-Mobilität im Moment noch nicht umsetzbar. Ein Dieselbus kostet heute 200.000 Euro, ein Elektrobus, so wie er hier steht, 660.000 Euro. Und diese Differenz ist zu hoch, das überfordert die kommunalen Verkehrsunternehmen. Und das kann man auch mit diesen Erlösen am Energiemarkt oder am Treibhausgasquotenhandelsmarkt nicht ausgleichen. Also ich hoffe, dass wir unsere Verkehre vielleicht bis 2030 klimaneutral haben. Dazu müssen natürlich noch weitere 150 Busse ausgetauscht werden und es sind Riesenkraftanstrengungen. Die VLP treibt die Umrüstung seiner Busflotte auf Elektromobilität mit klugen Konzepten und in Zusammenarbeit mit regionalen Energiepartnern voran. Schon heute sind die Stromkosten für das Auftanken der Busse sehr moderat. In Zukunft könnte das Unternehmen für die Strombetankung sogar noch Geld zusätzlich einnehmen. Heute ist es so, dass die Investitionskosten deutlich höher sind als dieser positive Effekt am Energiemarkt, den man erzielen kann. Ich gehe davon aus, dass sich das vielleicht in einem Horizont von 5 Jahren ändert, dass die Investitionskosten für die Fahrzeuge so sinken, dass es dann wirtschaftlich wird im Vergleich auch zum Dieselbus. Und eins muss man auch wissen, die Investition in die Netzanschlüsse und in die Transformatoren, die haben wir jetzt erfüllt, die ist ja nur einmal da. Und jeder Bus, der dazukommt, macht das Ganze dann wieder wirtschaftlich. Die Förderung des Landes unterstützt die VLP beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Die Herausforderung ist die große Fläche des Landkreises. Insgesamt unterhält das Verkehrsunternehmen 13 Stützpunkte für seine Busflotte. Für Wirtschaftsminister Reinhard Mayer haben die innovativen Lösungsansätze des Unternehmens Vorbildwirkung für das ganze Land. Naja, man zeigt hier vor Ort, dass es geht, dass die Umstellung geht und über die Systeme, dass man mit Zertifikaten handelt etc. pp. Gibt es sogar in der Betriebskostenrechnung erhebliche Vorteile für die Verkehrsbetriebe. Und ich würde mir wünschen, dass wir das auch an anderer Stelle im Land häufiger umsetzen. Wir brauchen natürlich die Anschubfinanzierung vom Bund für die Elektrobusse. Als erstes wurde aus der bereits laufenden Förderung der Betriebshof des VLP in Parchim in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Parchim mit einem 1600 kVA ausgestattet, einem Ladetransformator. Aus diesen Erfahrungen wird gelernt, dann wird an weiteren Standorten investiert.